Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen und weiteren 3 Uhr nachts Challenge. Noch ist es hell, es hat aber auch einen bestimmten Grund, Leute, denn ich werde mich erstmal darauf vorbereiten müssen. Mit ein paar Snacks, nein, mit einem Haufen Snacks und mit sehr viel Cola, weil ich irgendwie wach bleiben muss, Leute. Aber ja, darum geht's jetzt nicht, sondern um etwas, wovon ich so gehört habe, und das will ich unbedingt mit euch zusammen ausprobieren. Und zwar wisst ihr, dass ich meist mir um 3 Uhr nachts Filme angucke, weil dann irgendwie komische, seltsame Dinge passieren sollen. Das habe ich ja schon mit Megan gemacht, mit Wednesday und. Diesmal habe ich aber von Mario gehört. Ja, wirklich, von Mario. Es sollen seltsame Dinge passieren, wenn du dir Mario um 3 Uhr nachts anschaust, vor allem gruselige Videos über Mario und Luigi, die man so auf YouTube finden kann. Ich habe von so seltsamen Dingen gehört und sie auch gesehen, dass ich mich davon selbst überzeugen will. Das probieren wir heute Nacht aus und ich hoffe nicht, dass ich das bereuen werde, Leute. Ich habe jetzt schon Angst, weil ja bei Megan und Wednesday sind schon seltsame Dinge passiert. Wie wird das denn dann bei Mario sein? Obwohl bei Wednesday und Megan, da passt das irgendwie. Aber bei Mario, probier es aus, damit ihr es nicht machen müsst. Ich ziehe mir heute Mario-Videos rein und alles, was ich über ihn finden kann, was creepy ist. Ich habe noch nie zuvor danach gesucht, also ich bin mal echt gespannt, was da auf mich zukommen wird. Deswegen werden wir uns jetzt gleich ausstatten mit einem Haufen Snacks, weil ich brauche Nervennahrung. Und ja, dann geht's los, Leute. Dann melde ich mich erst wieder, wenn es ja kurz vor 3 Uhr nachts ist. Und dann geht's los. Lasst unbedingt auch noch einen Daumen nach oben da, Leute. Bei 14.000 Daumen nach oben werde ich nach der verfluchten Nummer von Mario schauen. Weil das haben super viele von euch auch schon angefragt. Becky, könntest du mal nach der Nummer von Mario suchen? Gibt es sie vielleicht? Soll ich das machen? Dann lasst unbedingt jetzt einen Daumen nach oben da. Sprengt den Daumen nach oben, dann traue ich mich das. Dann suche ich danach. Mal gucken, ob ich irgendwas finden kann. Und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Aktiviert die Glocke und lasst mich gerne unten in den Kommentaren eure Spooky Stories wissen, passend zum Video. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt los einkaufen. Also, let's go! Und ja, dann habe ich die Supermärkte unsicher gemacht und ich habe so viele neue Süßigkeiten gefunden. Ich glaube, das Lustigste an dem Abend, was ich gefunden habe, waren diese Supergurken. Ich fand das irgendwie total lustig. Keine Ahnung, ich muss mich irgendwie krank lachen. Und dann habe ich noch ganz viele andere internationale Süßigkeiten gefunden und auch diese Snackteufel. Und ich bereue es, dass ich die nicht mitgenommen habe, weil die hätten eigentlich perfekt für die 3 Uhr nachts Challenge gepasst. So Leute, und dann melde ich mich wieder bei euch zurück, denn mittlerweile haben wir es kurz vor 3 Uhr nachts. Das heißt, gleich kann die Challenge beginnen. Ich bin so nervös, das ist nicht mehr normal. Mir ist ultra heiß auch geworden. Ehrlich, ich bräuchte ein bisschen was von Fluffy. Aber Fluffy liegt jetzt einfach gerade gechillt vorm Sofa mit ihrem Kauknochen. Und ich glaube, die weiß schon gleich, was abgeht. Aber die ist so chillig drauf. Warum bin ich so nervös? Aber auf jeden Fall freue ich mich sehr auf die Snacks, weil die musste ich so lange wieder aufsparen. Ich habe so coole Sachen gefunden, Leute. Ich zeige euch gleich mal etwas davon. Und ja, dann schauen wir mal, was wir uns gleich um Punkt 3 Uhr reinziehen können. Was ich so Gruseliges zu Mario finde. Gibt es irgendwelche dunklen Geheimnisse, von denen wir nicht wissen sollten? Gibt es solche Videos? Manchmal gibt es ja so dunkle Geheimnisse über bla 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 und so. Vielleicht gibt es ja auch sowas zu Mario. Und ja, vielleicht hätte ich doch das anlassen sollen, was ich erst anhatte beim Einkaufen. Weil ich habe extra zum Shirt gewechselt mit einer Pulloverjacke, weil es auf einmal so extremst warm war draußen. Keine Ahnung, was da los war. Jetzt habe ich wieder meinen dicken Schlabberpulli an und mir ist ultra heiß. Aber ich glaube, das liegt echt daran, dass ich einfach nur nervös bin. Ich glaube, diesmal haben wir so eine richtig internationale Candy-Challenge am Start, weil ich habe hier einmal deutsche Süßigkeiten. Ich habe hier was aus Litauen. Ich weiß nicht, ob das aus Polen ist, weil ganz viele haben sich polnische Süßigkeiten gewünscht. Also seid mir bitte nicht böse, aber ich kenne mich leider nicht so gut mit der Sprache aus, deswegen lasst mich gerne wissen, ob das polnisch ist. Aber ich habe auf jeden Fall noch das hier gefunden. Und das hier, das sah auch super lecker aus. Ich habe hier auch noch was aus England. Und ich habe Pechkekse. Also besser geht's auch nicht. Passt total zu 3 Uhr nachts Challenge. Ich habe Cola-Popcorn gefunden. Also wenn das nicht was voll für Becky ist, dann weiß ich auch nicht. Und nochmal coole andere Getränke. Aber ich habe noch ein bisschen was in der Tüte. Ich spare mir auch was für die nächsten Challenges auf. Also gucken wir mal, was wir heute alles so ausprobieren. Aber das sieht schon ultra lecker aus. Und Fluffy, ich vermisse dich. Wo bist du? Normalerweise hüpft sie immer rum. Ja, du lässt mich einfach hängen für deinen Kauknochen. Sie hat gerade so einen Zahnpflege-Kauknochen. Sie versetzt mich dafür. Ich bin so sad, Fluffy. Seht ihr, wenn man ihre Beine nicht sieht, dann sieht sie aus wie ein Toastbrot. Grandma-Check-Decke darf natürlich auch nicht fehlen, weil ohne geht gar nicht. Und ich glaube, wir haben es auch nicht mehr so lange bis Punkt 3 Uhr. Bis dahin muss ich irgendwas gefunden haben, was wir uns reinziehen können. Und ja, danach suchen wir jetzt erstmal. So, Leute. Ups.
Was ist das denn? Wer seid ihr eigentlich? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Team Mario oder Team Bowser? Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich mehr Team Mario, aber Bowser hat sich wirklich Mühe mit seinem Song gegeben für Peach. Das sieht gruselig aus. Und von diesem Mario fühle ich mich angestarrt. Okay, das ist gruselig. Das macht mir noch mehr Angst. Das ist super gruselig. Super Mario Underworld? Sollte ich mir das reinziehen? Ja, unheimlich wie sonst was. Und wir haben es jetzt genau 3 Uhr. Also es kann losgehen. Leute, diese Augen, die einen angucken durch die Büsche. What the? Das ist wirklich Underworld, Leute. Ich kann da gar nicht hingucken. Das ist so gruselig. Seit wann kann Mario so gruselig sein? Das ist richtig heftig gemacht. Okay, Leute, ich würde sagen, das war ein gutes Video, um mit der Challenge anzufangen. Wurde das vielleicht auch gemeint? Also allein danach könnte ich nicht mehr schlafen. Normalerweise, aber ich darf ja noch nicht schlafen gehen. Also, ja. 3 wahre Mario Horror Stories. Sieht auch sehr creepy aus, Leute. Was ist die Rede hiervon? Aber ich glaube, ich werde mir jetzt die Creepypastas reinziehen. Und zwar das hier. Tada! Also, ich dachte erst so, okay, die Creepypastas sind nicht so gruselig, weil das Video wird gar nicht so creepy. Aber wenn man sich genau die Geschichten anhört dazu, was erzählt wird, die sind gruselig, Leute. Da war so ein Junge, der war 15 und hat Paper Mario bekommen und es gab da irgendwie einen verfluchten Stern. Und ja, was diese Figuren irgendwie ihm gesagt haben sollen. Dann haben plötzlich die Figuren keine Augen mehr. Alter, was ist los? Warum gibt es so viele Mythen über irgendwie sowas? Wollen wir mal sagen, willkommen zu Becky's Candy Challenge. Es ist wieder soweit. Fangen wir mal direkt mit dem coolsten hier an, und zwar Cola-Popcorn. Riechen nicht nach Cola, riechen aber süß, aber sehen sehr aus wie die auf dem Bild. Die schmecken wirklich nach Cola. Cola-Popcorn. Ich würde mal sagen, wir öffnen mal einen Pechkeks. Mal gucken, wie viel Pech ich haben werde. Ich glaube, da steht irgendwas mit Auto. Ich weiß, wo dein Auto stand. Was soll das denn jetzt bedeuten? Ich habe kein Auto. Dafür schmeckt der Keks sehr lecker. Schmeckt so richtig vanillig. Probieren wir mal litauische Süßigkeiten hier aus. Karamell mit Beberitzen-Geschmack. Was sind Beberitzen? Die sind Hammer. Ihr müsst die mal probiert haben. Die sind richtig lecker. Probieren wir mal die hier aus. Die habe ich in England auch noch gekauft. Aber die hatte ich schon mal irgendwie. Ich dachte, das wäre mehr so Richtung Traubenzucker, aber nicht Brause. Ganz okay. Hatte ich die schon mal? Gartenzwerge? Ich weiß es gar nicht. Aber die Geschmackssorten sind sehr interessant, aber ich weiß nicht, ob ich das mag. Gurke, Limette, Karotte, Orange, rote Beete, Apfel. Oh, ich hasse rote Beete. Karotte, Apfel, Gurke, Orange. Es schmeckt nach Gurke. Es schmeckt für mich nach Garten. Oh. Oh. Mag ich nicht. Ich probiere jetzt für euch rote Beete, obwohl ich rote Beete hasse. Hoffe für mich, dass es nicht nach Erde schmeckt. Oh, oh, schnell runter damit. Boah, nein. Oh, ich glaube, ich habe die schlimmsten 2 Sorten ever probiert. Ich glaube, Karotte-Orange oder Karotte-Apfel ist längst nicht so schlimm. Aber rote Beete-Apfel ist mein Albtraum. Darauf erstmal Wassermelonen-Limonade. Manchmal frage ich mich, wie kommt man darauf zu sagen, dass Wassermelone zum Gemüse gehört? Wenn ich das so trinke, wundert es mich nicht. Ich finde, das ist gar nicht so ein unnatürlicher Geschmack, deswegen schmeckt das eigentlich wohl. Probieren wir mal als nächstes diese Waffelröllchen. Guckt euch mal diese Füllung hier an. Also diese Waffelrolle sieht schon mal optisch 10 von 10 aus. Ich merke den Zucker, Leute. Ist ein bisschen crunchy. Sehr süß. Hier steht ja, aus karamellisiertem gezuckerten Kondensmilcherzeugnis. Ja, schmeckt auch so gezuckert. Ich mag das nicht so sehr. Woher sind diese? Nee, Ursprungsland Kroatien. Was nehmen wir? Ist das Himbeere oder ist das Erdbeere? Ich glaube, es ist Himbeere. Schmeckt bestimmt so wie Mamba, oder? So Mao am Mamba. Schmeckt weder wie Mamba noch wie Mao am. Schmeckt aber gut. Interessant. Okay, Leute, ich würde sagen, ich gucke jetzt mir 3 für 3 Uhr nachts wahre
Horror-Stories von Mario an. Mal gucken, was da passiert. Weil das andere war schon sehr gruselig. Die Story ist so creepy und das fängt schon richtig gruselig. Und was war das? Habt ihr es gehört? Leute, was war das? Was war das? Leute. Da unten liegen Münzen. Hier, seht ihr das? 4 Stück. Hä, woher kommen die auf einmal? 3 liegen da und einer liegt hier. Die können doch nicht einfach so runterfallen. Hier ist nichts zum Runterfallen. Kein Regal, gar nichts. Woher kommen jetzt Münzen hierher? Und wer ist an der Tür? Wer hat geklopft? Habt ihr es gehört? Jetzt ist es auch noch geklingelt. Wieder. Wahrscheinlich hatte ich gerade das richtige Video. Schon wieder. Alter, immer zu laut. Habe ich irgendwas geguckt, was ich hätte nicht gucken sollen? Sollte ich mal an der Tür schauen, ob da jemand ist? Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das war verdammt laut, Mann. Da sehe ich auch nichts durch den Spion. Leute, wisst ihr was? Wir gucken einfach. Ich höre nichts mehr, also ist da bestimmt keiner, oder? 1, 2, 3. Was ist das denn? Leute, was ist das? Jemand war vor meiner Tür. Jemand war einfach mal hier. Hier liegt einfach mal so ein Lucky Block. So eine Badekugel, aber... Hey, was ist das Rote? Oh mein Gott, das sieht voll eklig aus. Vor allem, das sieht so richtig frisch aus. Wer legt mir sowas vor die Tür? Wer? Leute, bei 15.000 Daumen nach oben, also da müsst ihr wirklich den Daumen nach oben springen. Dann probiere ich die Badekugel aus. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wer hat mir das hier hingelegt?